also das ist nicht so einfach. Ich hatte schon länger ein bisschen Stress mit meiner Mom immer und ja, hat sie gesagt, ist nicht mehr. Ich weiß auch nicht, dann war ich tagelang nicht zu Hause und jetzt, weiß ich auch nicht, hat sie gesagt, ist nicht mehr. Ich soll meinen Job suchen und ja, soll mal drüber nachdenken, was ich hier eigentlich so tue. Soll endlich mal mein Leben auf die Reihe kriegen. Und ja, jetzt sitze ich hier, mal gucken, vielleicht lässt sie mich ja gleich wieder rein. Mutti, lass mich wieder rein! Ich hab doch gar nichts gemacht! Also, ich kann das eigentlich gar nicht nachvollziehen, was hier gerade vor sich geht. Ich denke mal, dafür werde ich meine Mutter dann mal bestrafen. Eiskalt, eiskalt. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit hier zu überlegen, ne? Ich habe da so ein paar Messer zu Hause noch liegen in meinem Zimmer und am Bett. Die findet sie nicht. Und du glaubst, das ist eine Lösung? Na klar. Ja, und jetzt sitze ich hier. Alles ist scheiße, ne? Meine Mom ist scheiße, alles ist scheiße. Ja. Hä? Ich hasse sie. Ich bin grün. Weiß ich nicht, was ich geil finde. Der Björn? Weil er immer so viel trinkt. Wir fahren jetzt zur Hannah-Arendt-Schule. Wir suchen einen Korridor. Und da kann Björn schlafen. Da lassen wir Björn dann einfach zurück. Also bis Montag kann er da auf jeden Fall hausen. Ja, der Junge ist halt ein bisschen, ne, der braucht mal, muss mal eine gesunde Erziehung genießen. Das hat seine Mutter anscheinend irgendwie ein bisschen ausgelassen. Aber also ich krieg den Jungen auf jeden Fall wieder hin. So, mit meiner Hilfe packt er das. Ja, auf jeden Fall. Schuldeflex auf jeden Fall was. Danke, Bro. Kein Ding, Bruder. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg da rein suchen. Was ist denn jetzt, Digga? Kommen wir jetzt hier irgendwo rein oder nicht? Nee, ist abgeschlossen. Ey, Digga, solange das überdacht ist, ist mir egal, wo ich penne. Okay, dann lässt sich was finden. Mir ist es eigentlich ziemlich egal, weil Björn mir ziemlich egal ist. Aber keine Ahnung, ich hätte mich halt dadurch profilieren können, wenn ich ihm jetzt einen Schlafplatz geordert hätte. Aber im Endeffekt ist mir das echt scheißegal. Nö, Mann. Keine Ahnung, Empathie und sowas kenne ich überhaupt nicht. Ist mir alles egal. Was los? Spasti, Mann, dieser Typ ist ein Spasti, Alter. Es wird auf jeden Fall eine harte Nacht. Ja. Ich werde erstmal hier bleiben, denke ich.